zermalmende Bisse, blutige Klauenangriffe und harte Stampf auf dem Boden. Heute spielen wir den neuen Acrocanthosaurus. Und da sind wir. Klein und leichte Beute. Also wir sollten auf jeden Fall versteckt bleiben. Ich glaube, wir sind sehr, sehr klein sogar noch. Zumindest neben den Büschen hier danach aus. Aber unsere Farbe ist nicht schlecht. Wir sind relativ gut getarnt. Aber das heißt natürlich jetzt für mich, ich muss jetzt erstmal... Wann wird das? Okay, das Geräusch beim Beißen. Sehr super. Ich muss jetzt erstmal Mission machen und ganz schnell wachsen, damit wir ein bisschen stärker werden. Übrigens wurde sich der Acrocantho am häufigsten von euch in den Kommentaren gewünscht. Also vielen, vielen lieben Dank an alle, die da einen Kommi geschrieben haben. Falls ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr jetzt auch gerne unter diesem Video einen Kommentar schreiben. Das hilft mir ungemein und ist kostenlos. Oh, da oben ist doch ein Flugsaurier, oder nicht? Der direkt vor uns auf dem Felsen. Ah, da müssen wir vorsichtig sein. Bleiben wir am besten so ein bisschen im Schattigen, dann solltet ihr uns nicht sehen. Die liegen halt auch gerade beide. Vielleicht kann ich die auch überraschen. Aber ich müsste halt hinschleichen, weil sonst mache ich zu viele Schrittgeräusche. Ihr hattet übrigens auch in die Kommentare geschrieben, wenn man sitzt als Dinosaurier, kriegt man doppelten Schaden und wenn man schläft, bekommt man vierfachen Schaden. Das heißt, wenn die jetzt wirklich sich schlafen legen würden, könnte ich die eventuell erlegen. Jetzt fliegen sie davon. Oh, hier vorne ist was. Vielleicht können wir das erlegen. Ich weiß nicht, was es war, aber ich habe so langsam Hunger. Oh, da kommt noch was. Das ist sein Kumpel. Der blutet auf jeden Fall. Den haben wir auch. Aber irgendwie kann ich den nicht essen. Ah doch, geht. Ja, das ist doch super. Dann können wir uns hier voll essen und voll trinken. Und dann können wir hier erstmal ein paar Missionen machen. Wir sind jetzt schon ein ganzes Stück gewachsen. Sehen auch mittlerweile anders aus. Und ich habe auch einige Fähigkeiten gelernt. Die wollte ich euch jetzt einmal zeigen. Da haben wir einmal einen Schrei. Der sorgt dafür, dass unsere Attacken weniger Cooldown haben. Das heißt, wir können schneller hintereinander zubeißen. Der Biss ist übrigens unsere erste Attacke. Die hatten wir aber auch schon am Anfang. Dazu kommt noch eine Clown-Attacke. Beide Attacken machen sehr viel Blutungsschaden. Also der Biss und die Clown-Attacke. Und ich glaube, man kombiniert die so ein bisschen miteinander. Macht man immer abwechselnd. Wenn man angreift. Müssen wir auf jeden Fall mal testen. Dann haben wir eine sehr coole Attacke. Für kleinere Angreifer ist die hauptsächlich gedacht. Einen dreifachen Stampfer. Die macht auch Flächenschaden um uns herum. Das konnte man, glaube ich, auch gerade schon ganz gut sehen. Und unsere letzte Attacke ist ein Schweifhieb. Für Ziele hinter uns. Oder vorne am Wasser ist was. Ich glaube, das ist einer unserer eigenen Art. Der sammelt da gerade ein bisschen Seetang. Ich werde ihn auf jeden Fall nicht angreifen. Der ist auch gerade halt noch am Wachsen. Den juckt das halt auch gar nicht, dass ich hier rumlaufe. Der ist ja voll in seinem Sammelfilm. Ja, der stört ihn halt gar nicht. Na, der ist aber auch noch ein ganzes Stück kleiner als wir. Jetzt hat er mich erst bemerkt.
Spielt der ohne Sound oder was? Sogar schon ein bisschen größer. Ich bin so langsam hungrig. Versuch mich mal anzusneaken. Das ist ein Torvo, glaube ich. Sehr gut, den haben wir. Kann auch was anderes gewesen sein. Ich bin mir da mal echt unsicher. Vor allem das Ding ist ja, es gibt so viele verschiedene Dinosaurier hier. Und dann hat jeder Dinosaurier auch noch Unterarten. Und das ist dann echt schwer, die auseinanderzuhalten. Zumindest für mich, weil ich die halt alle noch nicht gespielt habe. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, was das hier für einer war. Schmeckt auf jeden Fall gut. Das kann man nicht anders sagen. Oh, das ist schon ganz nah. Das muss hier irgendwo hinter dem Felsen sein. Ich glaube, die kämpfen da gerade oder so. Klingt aber irgendwie nach einem Croc, was schnappt. Ah, guck mal, das ist ein Alioramus. Und ich glaube, das war ein Croc, was angegriffen hatte. Oh, ich glaube, der Kampf ist jetzt vorbei. Ah, brauche ich ja nicht mehr schleichen. Alioramus ist jetzt auch nicht das, was auf meiner Speisekarte steht. Ich hätte halt eher Hunger auf Pflanzenfresser, muss ich sagen. Oha, wie böse der klingt. Ich habe gerade zum ersten Mal den Call gemacht, seit ich erwachsen bin. Ach, guck mal, hier ist ein Croc. Zwei Crocs. Die haben, glaube ich, den Alioramus erlegt. Nee, eingeladen werden möchte ich nicht. Achso, ich habe mich aber verlaufen. Sehe ich gerade. Ich muss hier hoch. Ich glaube, hier müssen wir jetzt mal eben drüber schwimmen. Ich hoffe einfach mal, dass hier kein Croc drin ist. Wir sind jetzt übrigens auch ganz ausgewachsen. Oh, das klingt so böse. Oha, wie cool der ist. Ja, so langsam wird es echt Zeit, dass wir was erlegen. Der Hunger ist gleich schon bei der Hälfte. Und ich will halt eigentlich nicht, dass es so knapp wird. Guck mal, hier sind Fußabdrücke. Aber die sehen eher klein aus. Das heißt, das, was da vor mir läuft, ist vermutlich viel schneller als ich. Oh, guck mal, da vorne läuft's. Aber das ist halt wirklich noch ein Baby. Da ist nicht genug dran. Aber ich sag mal hallo. Der hat zwar jetzt Angst. Ich hoffe, er hat gesehen, dass ich den Freundlichen gemacht habe und rennt nicht weiter weg. Alles gut, mein Kleiner. Ich tue dir nichts. Irgendwas höre ich hier vorne schon wieder. Aber es klingt auch eher wieder klein. Oh, dann Pflanzenfresser aber. Okay, da sage ich nicht nein, auch wenn es ein Baby ist. Beim Pflanzenfresser bin ich voll dabei. Okay, er sprintet weg mit seinem Charge. Sprintet der jetzt hier runter? Ne, er bleibt hier an der Klippe hängen. Oh, er lebt noch. Oha. Okay, krass, er schwimmt darüber. Ich glaube, der hat es halt echt geschafft, vor mir zu entkommen.
Oha. Der hat mich aber jetzt überrascht. Aber das scheint auch friedlich zu sein. Ich bin halt auch ehrlich gesagt auf der Pflanzenfressersuche. Ich trinke jetzt hier lieber auch mal keinen Schluck. Ich bin noch nicht so durstig. Da vorne liegt was. Der hat mich gesehen, oder? Der liegt halt auch hinterm Wasser, also da komme ich so schnell nicht hin. Ich kann den nicht überraschen. Was ist denn das für einer? Halt nicht, ob ich da hochkomme. Ich glaube nicht. Er hat sich ausgelockt. Och, komm. Oder wegteleportiert. Das gibt's ja nicht. Sowas Ärgerliches. Hier ist einfach überall nichts los. Ich habe schon ewig nichts mehr gehört. Und ich bin halt echt am Verhungern mittlerweile. Ich glaube nicht, dass mich solche kleinen Snacks hier über Wasser halten können. Ich treffe den gar nicht. Naja, besser als nichts. Da ist was. Es tut mir leid, Kleiner. Aber ich bin super hungrig. Sonst hätte ich dich nicht gefressen oder getötet. Oh, guck mal, da unten ist ein Sauropode. Ich glaube, das ist ein Amager, oder? Ich weiß nicht, ob das potenzielle Beute für mich ist. Aber ich glaube, ich würde es versuchen. Ich könnte halt jetzt hart auf den Sack kriegen. Oder ich nehme den Stego hier vorne. Ich glaube, der ist auch allein. Aber der rennt weg. Ne, der will was fressen. Ich glaube, der hat mich schon bemerkt. Ja, und der flüchtet. Oh, da ist der Stego wieder. Ich hoffe, diesmal rennt er nicht weg. Er lädt seinen Schlag auf. Wir rennen weg. Er blutet halt auch ganz gut. Jetzt gehen wir wieder rein. Okay, wir haben ihn.
Das war sehr gut. Das hat gut funktioniert. Den Snack haben wir uns jetzt aber auch verdient hier. Achillobaters kommen, 3 Stück. Und hinter mir ist auch noch was. Ich weiß nicht, ob die Stress wollen. Aber die umzingeln mich so ein bisschen. Wollen die Ärger? Was meint ihr? Ja, kommt doch. Okay, sie ziehen weiter. Jetzt umzingeln sie mich doch wieder. Ich glaube, die sind sich noch unsicher, ob sie mich angreifen wollen oder nicht. Oh, guck mal, hier vorne ist ein Anki. Der ist halt richtig stark, ne? Also gegen den will ich nicht kämpfen, glaube ich. Oh, guck mal, hier vorne ist ein Amaga. Aber dahinter ist auch noch ein anderer Fleischfresser. Der geht aber weg. Können wir flüchten? Da hat mein Call auf. Was will denn jetzt hier der Quetzal? Greift er mich jetzt an? Ich gehe rein. Wieso greift mich denn jetzt der Quetzal an? Mischt er sich jetzt hier ein? Okay, der Maga hat gerade in Chat geschrieben, dass der Quetzal aufhören soll. Also er möchte kämpfen, das ist gut. Er will halt, dass ich in seinen Schweif reinlaufe. Ich muss ihn irgendwie zum Bluten bringen. Ich gebe ihm mal ein paar Bisse. Oh, der hat Rückstoß damit. Das ist natürlich fies. Das heißt, ich komme gar nicht richtig an ihn ran. Ich muss irgendwie seitlich ihn angreifen. Ich habe ihn erwischt. Er blutet aber auch. Jetzt kann ich vielleicht seitlich kommen. Aber meine Ausdauer ist halt auch nicht mehr so gut gerade. Ich habe gar keine Ausdauer jetzt mehr. Ich werde jetzt angegriffen. Oha. Und Achillobaters. Ich habe leider keine Ausdauer jetzt mehr. Ist natürlich ärgerlich.
Na, ich muss jetzt ruhig spielen. Versuch gleich mal einen Stomp, wenn die nochmal näher kommen. Die bluten auf jeden Fall gut. Jetzt kommt hier schon wieder der Quetzal an. Der darf sich halt eigentlich gar nicht einmischen. Ist auf dem Server verboten. Die Achillus vertreiben ihn auch. Ich bin halt echt wendig mit dem Agro, muss ich sagen. Sehr zufrieden mit dem. Leider nicht geklappt. Der verbraucht echt viel Ausdauer, da muss ich aufpassen. Das war ein guter Hit von ihm. Ja, die wollen meine Tail Attack baiten. Oh, er ist dran an mir. Ja, wenn ich mehr Ausdauer hätte, wäre das sehr angenehm. Der mich halt echt in einer blöden Situation erwischt. Sind echt schwer zu hitten. Oh, was war das? Ein Geräusch. Das hat sich ja crazy angehört. Mein Call verbraucht übrigens auch voll viel Ausdauer. Habe ich gerade mal bemerkt. Okay, ich habe einen. Damit zählt der Kampf als gewonnen. Der andere muss sich verziehen. Das soll es jetzt aber auch mit dem Agrocanthosaurus gewesen sein. Eure Kommentare haben nicht zu viel versprochen. Ich muss sagen, das ist mein Lieblingsgroßer Fleischfresser. Also der hat echt Spaß gemacht zu spielen. Den werde ich definitiv nochmal spielen. Und falls euch das Video gefallen haben sollte, dann würde ich mich selber ein Like freuen. Abonniert den Kanal. Aktiviert die Glocke. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, schreibt gerne einen netten Kommentar für den YouTube-Algorithmus. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.